Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge und ja, neue Folge. Wie ihr es schon seht, ich habe den Kampf übersprungen und ich wurde wieder gestört, ein Telefonat. Und seht euch mal das an, wer ist das denn? Robo, vergeude deine Kraft nicht. Egal was du tust, ich zerstöre dich trotzdem. Okay, das hat schon fort erkannt, dass es nicht Luca ist. Gewitter 2. Dann Angriff und alles. Also mit dieser Party werde ich jetzt rumkämpfen, weil mit Luca funktioniert das einfach nicht. Mit ihr funktioniert das einfach ganz und gar nicht. Wie ihr gesehen habt, ich habe den Boss schneller besiegt als den mit Luca. Und so in your face und weg mit dir. 413, 11 Tech-Punkte. So. Okay, so. Okay, die Gegner haben wir jetzt so besiegt. Aber hat er nicht gesagt, wir sollen 100 Gegner besiegen? Habe ich eigentlich schon... Warum leckt das gerade so hier? Habe ich nicht gerade schon 100 Gegner besiegt? Ich weiß nicht. Save State. Ich gehe mal zur Sicherheit... Also heilen. Ja, das reicht. Und wer bist du denn, Kerl? Tanz, Tanz! Dann heute Nacht wird unser Anführer geboren. Ah, hier kommen die Opfer. Wenn ihr mal sehen, wer ein Opfer sein wird, wenn ihr nach diesem Kampf ist. Omnicron. Okay, ich habe nichts mehr. Wasser auf dich hier. Und du machst mal ein Robo-Angriff auf den hier. Mein MP sind weg. Ich brauche einen Speicherpunkt, verdammte Kacke. Stand da gerade, ich habe nichts abgezogen. Ach, hört auf. Das ist einfach zu putzig. Okay, der ist weg. Ja, einfach normale Angriffe hier. Deswegen. Ach du Scheiß, ich bin overlevelt, aber richtig. Aber das war die Schande gewesen. Ich war so ein hohes Level und dann verliere ich gegen diese Flare-Räter da. Verdammter Bastard, sollst du Sido gehen und da ein bisschen rappen. So und so. Nächste Stufe. Ey. Truhe halten haben wir schon. Hä, von wo kommen die Geräusche? Was macht ihr da? Und du? Nur ein Narr würde etwas töten wollen, das schon tot ist. Menschen! Willst du mich als Narr bezeichnen, oder was? Du kleiner Bastard. Ach, kommt her. Oh, das ist so erbärmlich. Ach, ich freue mich noch auf den Bossfight gegen Margus, aber mit der Truppe werde ich locker gewinnen. Weil, wie ihr gesehen habt, ich glaube, das war immer eine Minute oder so, der Bossfight. Oder zwei. Aber ich schäme mich jetzt voll richtig für diesen komischen Bossfight, den ich da gemacht habe. Egal, man muss auch manchmal failen können. Und ich habe schon öfters gefailt bei diesen Heckran und Jakra oder wie die alle heißen. Okay, komm, jetzt bist du auch noch tot. So, 362, sehr, sehr gut. 70 Erfahrungspunkte, so. Hier kommt bestimmt der nächste Boss. Ich gehe einfach langsam hoch. Okay, hier ist der nächste Boss, deswegen werde ich mich mal heilen. Mit Ether. Ether kann ja nie schaden. Und dann... Oha, ich habe davon so viel noch. Und so. Einen davon und einen davon. Okay. Save State zur Sicherheit. Oh, ich bin so dämlich. Oder muss ich gegen die kämpfen? Bitte hilft mir. Erlöst uns von diesem Elend. Okay. Kein Problem. Das geht schnell, diese Erlösung. Die geht sehr, sehr schnell. Abberufen. Gibt es da irgendwie das Wort abberufen? Weil ich das noch nie gehört habe. Und so, weg mit dir. Ich habe keinen Bock auf Schaden und MP werde ich sowieso nicht verschwenden bei den solchen leichten Bastarden, die mit einem Schlag schon sterben. Okay, die sind so schwach, dass sie bei mir nicht mehr treffen können mehr. Oder ich bin einfach zu stark, dass sie mich nicht mehr treffen können. Das Masamune, das ist sehr, sehr gut. 60 Erfahrungspunkte, 5 Tech-Punkte, 450 Skill. Wie seid ihr denn an meinen leichten Freunden vorbeigekommen? Slash. Der erinnert ein bisschen an Freezer, finde ich so. Langes Herz, Herr Schlacht. Nein, der erinnert mich an Red Ribbon, dieser Schwarze da, als er diesen Roten gedient hat. Slash heiße ich, du Schleim-Tölpel. Immer noch so witzig, was, Glenn?
Wäre Cyrus das letzte Mal nicht da gewesen, würde ich sie jetzt anders reden. Du hättest auch einer von diesen Knochenmännern werden sollen. Okay, die erste Form ist ganz easy. Die zweite Form ist eher die stärkste. Wir machen einfach normale Angriffe. Und so. Angriff, Angriff, Angriff. Und wie viel Schaden? Oh. Zu putzig, Leute, zu putzig. Okay, der Glenn macht schon sehr viel Schaden. Also levelt schön und dann ist der Kampf auch sehr schnell vorbei. Komm, 44. Deine 44 kannst du sonst wohin stecken. Ach komm, du bist auch dämlich und greifst nicht mal an. 193 und 189. Einfach weiter angreifen. Ich weiß, es ist langweilig. Angriff, Angriff, Angriff. Ja, mach deine behinderte Attacke. Die werde ich sowieso gleich umbringen. Also dich werde ich gleich umbringen, meine ich. 195. 187. Wir machen einen Schaden von so viel. Das ist doch gut, oder? Was ist jetzt los? Ach so. Ah, wir haben gewonnen. Kommen wir zum Geschäft. Dies wird mir verdammt gut tun. Und diesmal ist kein Cyrus da, der dich beschützen wird. Ihr wagt es euch, mir entgegenzustellen? Okay, jetzt werde ich mal ganzen Kompass benutzen. Dreifachschlag. Komm, den Dreifachschlag, der sagt schon alles aus. Und so. Oha. Okay, das ist ein bisschen unfair, oder? Wenn ich ganz etwas benutzen würde. Egal, komm. Wir machen X-Schlag. 607. Verdammt, ich wollte noch was anderes einsetzen. Und so, 189. Habe ich nichts mehr, was ich machen kann? Dreifachschlag, okay, ich habe gewonnen. Der Boss, weil dieser ist sehr einfach gewesen. Okay, ich habe gewonnen. Was sollst du damit noch machen? Erbär mich ab, Bastard. Hier, komm, stirb. 185. Ich muss nichts mehr so viel machen, oder? 188. Ach komm, Dreifachschlag, wenn du ganz darauf bestehst. Oder X-Schlag, komm. Wenn mich ein Bastard denkt, der kann mich irgendwie töten jetzt. Ja, gewiss. 88. Fick dich doch. 185. Ja, gewiss. Okay, er lebt noch zu Teil. Heilstrahl. Heilstrahl, komm. Heile uns alle. Heile uns. Und wir sehen das. Und wir sehen nicht, wie du uns heilst. Egal. Greif an. 100, 360. Ja, wie lebt er noch, verdammte Kacke? 370, bist du jetzt tot? Ja, endlich. 500 Erfahrungspunkte erhalten. 10 Tech-Punkte erhalten. 150, nein, 1500. Unfassbar, aber da ich es Margus nun einmal schuldig war, bereue ich es keine Minute. Yeah. Ein Schlitzer halten. Und das hier. Endlich ein Safe Point. Verdammte Kacke. Okay, Schlitzer. Für wen ist das Schlitzer, Schlitzer? Ist es für dich, Schlitzer? Ja, der Schlitzer ist für dich. Dann werden wir gleich ausrüsten, dann wieder speichern. Den Schlitzer hätte ich gut gebrauchen können gegen Flair. Ach, egal. Warte, soll ich einfach... Ich habe da eine Idee. Ich werde mal eine Unterkunft benutzen, die ich ja davon noch viele habe. Und so, raus mit uns. Speichern zur Sicherheit. Und weiter geht's. Also, ich finde, diese Truppe ist besser als die andere. Warte, kann ich jetzt... Muss ich ein bisschen kämpfen? Leck mich doch am Sack. Nee, ich brauche das nicht so sehr. Ich brauche das jetzt nicht von denen so. Deswegen werde ich einfach weitergehen. Ich bin sowieso schon overlevel, das reicht schon. Und was passiert jetzt? Hä? Wer seid ihr Typen denn? Ach komm, euch greife ich physisch an. Oh, ihr seid schon weg. Ach du Kacke, das wird so ein Kinderspiel. 186, 4 Tech-Punkte, 400 Gil.
Und jetzt weiter. Komm, hier. Fick mich nicht von der Seite an. So, weg mit dir. Tritt mich nicht, du Wichser. Ich bin ein Roboter. Das muss dir mehr wehtun als mir. Und Robo gibt auch einen Schlag. Als Gerechtigkeit. Und hier einen Schlag für dich. Dass er Gleichberechtigung wird. Ein 404. Okay, gleich kann Frog ein Level abbekommen. Der Robo war das. Keine Ahnung mehr. Das ist voll. Voll leicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sage. Ach, heil dich für irgendwas, was ich nie mal gemacht habe. Ja, heil dich doch. Was soll es dir bringen? Also Leute, levelt einfach so brutal, wie ihr könnt. Danach habt ihr ein sehr leichtes Spiel. Und ihr kriegt ja noch sehr viele Erfahrungspunkte von den Gegnern. Deswegen werde ich dann noch weiter gelevelt. Zerstörung! Hat sie sich gerade geopfert? Ach so, nein. Okay. Da kommen wir 35 Schaden an. Okay, 192. Hexer getötet, 408, Level up 4. Vorgehalten, yeah. Warte, wie viel braucht er noch, um seinen Drehsprung zu lernen? Genau, einen. Und du, Uzi Punch, ja, brauchst auch noch lange. Den Drehsprung muss ich auch noch zeigen. Warte, habe ich eigentlich alle bisher gezeigt? Ich weiß nicht. Warte, ich muss mal jetzt mal wissen. Ach. Eis, Feuer. Fire Punch habe ich noch nicht Doch, habe ich schon. Eiswasser hat sie auch gelernt, okay. Eiswasser hat er auch gelernt. Das muss ich auch noch dann zeigen. Klingenwurf habe ich auch noch nicht gesehen. Ach komm, hör auf. Ich habe eine Idee, ich mache einfach mal so. Gewitter 2, du machst einen Angriff. Angriff auf den Wicht hier und dann so. Das wird nur zu lange dauern. Ich habe sowieso genügend Äther und ich kriege auch noch Äther von denen. Das ist auch gut. Ah. Mann, das ist ein leichtes Spielchen. Ja, du hast dich schon geheilt mit meinem Donner, aber egal. Greif an. 178, Chrono noch einmal und weg mit dir. 184. Sehr leichtes Spiel. 636, 1200. Drehsprung gelernt. Donnerstab gelernt. Das ist Donnerstab für eine Attacke. Donnerstab? Wo steht das? Achso, da ist das. Angriff mit Donnerstab. Ein Gegner. Okay, sieht vielversprechend aus. Eine Truhe. Nebelrobe. Ausrüsten. Okay, für dich ist das nicht. Okay. Für dich ist es bestimmt nicht. Für dich. Okay. Sehen wir erstmal an. Okay, sie kann das gebrauchen hier. Von verteidigungsmäßig her braucht sie das eher. Und wie geht's dir? Ötzi, du Pötzi. Das ermüdet mich. Slash. Flair. Tut uns leid, aber sie können dir nicht helfen, du Volksor. Du fliegenfressender Bastard. Ott. Ötzi ist in der Patsche. Ja, es gibt kein Entkommen. Da hast du recht. Da hast du recht. Okay. Willkommen. Und hier durch. Was in der Truhe? Dunkelrüstung. Ist sie besser als... Ach so. Was ist das denn? Magieverteidigung. Magieverteidigung. Er könnte das gebrauchen, oder? Nein, das ist schwächer auch noch. Warte. Würde etwas bei ihm das ändern? Dunkelrüstung? Eigentlich nicht. Egal, dann mache ich bei ihm das. Ja, wie wär's damit? Was hast du gemacht? So, durchziehen. Durchziehen und geschafft. Gah. Aber unmöglich. Nichts ist unmöglich für mich. Was ist hier? Todesfinger. Okay.
Das klingt etwas pervers. Für dich ist das nicht, dann ist das für dich bestimmt der Tod. Der Todesfinger? Ist es für dich? Ach du Kacke, Todesfinger oder Fänger. Ach, Fänger ist das, nicht Finger. Ach verdammt. Okay, hier gibt es Gegner anscheinend, die ich mal schnell töten werde. Weil ich es kann. Kommst mal runter. Hier, komm, triff mich. Ich will alles hier wegputzen und danach Jongleur. So, 191. Ja, fick dich doch ins Knie, du kleine Ratte. Dieser kleine Ratte. Vampirratte. Das hat doch Ähnlichkeit mit deiner Ratte. Oha. Habt ihr diese Faust gesehen? Das war der Todesfinger oder Fänger. Ach komm, fick dich. Ihr seht den Jongleur nicht. War das der Jongleur, den der Soldat meinte? Und wie viel Schaden machst du? Ach, 35, leck mich. Okay, er ist dann anfällig auf. Okay, wenn er das sagt, dann ist er anfällig auf Magie, glaube ich. Deswegen mache ich Magie. Aber ihr seht nichts von ihm. Und wie viel Schaden er leidet. Okay, ist er tot, oder? Ja, er ist tot. Sehr, sehr gut. 305. 10 Tech-Punkte. Okay. Sehr, sehr gut. Und wir greifen dich mal an. Okay, du bist alleine. Deswegen ist es kein Problem für mich, dich schnell zu töten mit Rolli, Polli, Olli, Olli. 3 Erfahrungspunkte. Ach du Kacke. 3 Erfahrungspunkte. Das war am Anfang so mal. Aber jetzt nicht mehr. Kann ich dich angreifen? Okay, irgendwie geht's nicht. Egal, Pech gehabt. Du bist sowieso schwach gegen mich. Okay. Die Bastardos wollen ja alle mucken. Euch töte ich mal alle mit physischen Attacken. Einfach alle mit physischen Attacken töten, das geht schnell. Das ist schön. Das macht alle froh. Ja, es macht wirklich alle froh. Ach, das ist so erbärmlich, ich weiß nicht. Ich weiß den Weg, also den sicheren Weg, den wir gehen müssen. Also ich wollte nur kurz den jetzt zeigen, weil das bringt uns auch noch weiter. Also von Leveln her. Und es kommt bald sowieso der Bossfight gegen Margus. Margus Lein. Nimm mal Lein und weg mit dir hier. 191. Und du? 181. Sehr, sehr gut. Abberufen. 20 Erfahrungspunkte. Und seht euch mal das hier an. Also, das sind Gegner. Ja, wir können zum ersten Mal gegen Speicherpunkte kämpfen. Da steht auch kein Name bei denen. Wir greifen einfach mal an und die bauen mindestens 10 Schaden, um getötet zu werden. Und geben auch noch sehr viel Erfahrungspunkte. Und die greifen selbst nicht an, ich weiß nicht wieso. 432 Erfahrungspunkte, 300 Gil, ja, kann man ja immer gebrauchen. Also wir müssen jetzt den richtigen Lapis erhalten. Das erhält uns, das weiß ich. Metamillion. Ist das der richtige Speicherpunkt? Ja. Das ist der falsche. Ich werde ein bisschen kämpfen, um euch das zu zeigen. Ja, ein bisschen Abwechslung. Ich glaube, den Bossfight mit Margus mache ich in den extra Part. Ja, ich glaube, ich mache es in den extra Part. Wenn ich gegen Ötzi gekämpft habe, dann kommt der Kampf gegen Margus. Margus. Dann kämpfen wir richtig gegen ihn. Und 14. Und yeah. Und ja, ich habe was rausgefunden. Es gibt mehrere Endings in diesem Spiel. Magiepille halten. Okay, habe ich da irgendwas leuchten sehen? Also es gibt mehrere Endings in diesem Spiel. Insgesamt 13, denke ich mir jetzt mal. Und es hängt davon jedes Mal ab, wie wir mit den Menschen umgehen. Oh, scheiße. Wollte speichern. Komm, spring runter. Okay, das ist der hier. Ich hoffe, ich finde jetzt den richtigen. Ach, leck mich doch am Sack. Okay, das ist der hier. Ist das der richtige? Ja, das ist der richtige, okay. Aber ich muss den richtigen. Ach, scheiße, egal, warte. Ich suche erstmal den Punkt, wo ich mal. Na, ach, egal, warte. So.
Mache ich aber so ganz schnell. Okay, das ist der Teleporter. Okay. Ich mache jetzt mal kurz einen Prozess mit Ötzi. Erstmal Unterkunft. So, das haben wir jetzt auch erledigt. Dann gehen wir mal speichern. Jetzt gehen wir nach unten. Und das hier. Okay, ich hoffe, ich... Warte, ich mache Safe State zu sicher. Ich habe keinen Bock, nochmal hier runterzufallen. Wir müssen in der Mitte durch. Okay, das war in der Mitte durch, aber egal. So. Safe State. Dann so. Ah. Aber unmöglich. Ja, das ist möglich, wenn man Safe, wenn man mal Safe States macht. Hier, komm. Ah, ich muss mit dem Jongleur kämpfen. Komm, ich erstmal dich töten, gesetzloser Bastard. Ach. Wasser auf dich und dann Angriff und so weiter. Komm, töte es. Töte. Ja, das ist Wasser. Das ist erbärmlich, ich weiß. Magieverteidigung an. Und bist du tot? Wann stirbst du, verdammte Kacke? Und so, bist du tot? Bist du tot? Hör auf. Ey, seine Faust sieht echt geil aus. Oh, ich hab keinen Bock und ich will... Ah, er ist tot. 233 Erfahrungspunkte, 310 Gilden. Ja, okay, ist schön. Was bist du für ein komisches Ballding? Rollibomber. Explodierst du? Ja, er explodiert. Wie der Name schon sagt. Und... Okay. Das war schnell erledigt. 72 Erfahrungspunkte. 3 Tech-Punkte. Warte, wie viel braucht... warte. Hat er... Lernt er eigentlich noch... Er lernt Wasser 2. Okay. Wie braucht er denn noch? 160. Vielleicht kriegt er das bei... bei Ötzi. Du elender gesetzloser Bastard. Komm, stirb. So. 183. 104, 3 Tech-Punkte, 90 Gil. Roborecht, nächste Stufe. Ey, yeah. Welche Stufe sind wir jetzt gerade? 30, 29. Ach du heilige Kacke, das wird heftiger. Das wird heftig. Und die sind auch alle 28, ja. Das wird eine heftige Sache. Ach komm, hör auf, bitte, stirb da. Komm, hör auf, stirb. Jetzt explodierst du, weil du deinen Namen Ehre machen musst. Weil ein Rolli-Papa-Bomber bist und stirb. 72 Erfahrungspunkte, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, finde ich echt das. Und so. Okay, muss ich gegen diesen Rolli-Bomber. Nein, ich muss noch gegen diesen Gesetzlosen kämpfen. Mit Einschlag ist er tot. Das war wunderschön. Ich schwöre auf alles, das war wunderschön. Das war wunderschön, wunderschön, wunderschön. Und. Wartet. Okay, weiter geht's. Und ich wurde wieder gestört, diese verdammte Kacke. Und komm. Ja, explodiert. Dann muss auch die anderen treffen. Also dann Komplizen auch. Aber nein, das ist ja so unlogisch und trifft nur mich. Ist klar. Oder weil der Komplize hinter dir war. Deswegen hast du nicht getroffen, oder was? Dreckiger Bomber. Egal, er hat zu viel von Bomberman zu viel abgeguckt. Und so. Und so rein. Was kommt jetzt? 4 Gegner. Okay. Okay, erstmal angreifen normal. Groupie? Wer will diese Viecher als Groupies haben? Verdammt. Wer will diese Viecher als Groupies haben? Der ist irgendwie gestört im Kopf, aber richtig dann. Das sind Groupies. Ja, so sahen früher Groupies aus. Im Mittelalter. Oder... Keine Ahnung, was für ein Jahrhundert das ist. Din, 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 din. Okay, und weiter geht's. Ach komm. Oh, ich töte dich. Willst du mich verarschen? Okay, wir machen mal Gewitter 2. Danach Angriff. Ja, du ein Shuriken-Ninja-Tricks hier. Das kann Naruto schon besser. Guck mal, Let's Play an, verdammter Vogel, da siehst du Naruto mal. Und so. Wollt ihr mich verarschen? Wie, das zieht nichts bei denen ab.
Haben die so eine gute Verteidigung oder was? Aber gegen physische Attacken haben die nichts. Okay, der ist tot. Kommt der andere auch noch. Und so. 89. 464, 12 Tech-Punkte, 620 Skill. Okay, es kommen noch Gegner. Ach, wollte mich alle verarschen. Egal, ich weiß die Taktik, wie man die besiegt. Gewitter. Dann Angriff. Also, weil, wenn ich jetzt Magie ansetze, dann machen die Magie Schutz. Dann haben die keinen Schutz gegen physische Attacken. Deswegen, ja, das wäre die beste Taktik gegen diese Viecher. Din. Und komm. Und so. Das ist gerade der 19. Part noch. Oha. Din. Ich finde das. Okay, eine Krone reicht nächste Stufe. Das ist ja gut. Aber unmöglich. Das kommt nichts mehr. Hör auf. Hör auf. Dein Leben hat keinen Sinn mehr. Du wirst jetzt geopfert. Ah. Jetzt hast du reingekackt. Gott, das ist der Gipfel. Das ist der Gipfel. Hast Gurt erhalten. Okay, weiter geht's. Din. Oh, jetzt kommen noch mehr von diesen Viechern. Junge Mann, ich bin schon overlevelt. Lass es dann lieber. Lass es. Oder willst du noch viel schlimmer sterben? So. 208. 180. Boah, das ist so ein Kinderspiel. Wie Jongleur kommt noch dazu. Weg mit dir. Ich hasse diese Jongleure, die sind zu behindert. Verdammte Kacke, was war das denn jetzt? Ich hoffe, es ist nicht noch ein Gast. Ich hoffe es nicht. Okay, komm, Wasser auf dich und dann Angriff. Wer hat die verdammte Tür so zugeknallt? Manchmal könnte ich echt meinem Bruder so eine Backpfeife verpassen, aber ich mach's nicht. Weil ich so ein herzensguter Mensch bin. Und weg mit dir. 36, 9 Tech-Punkte, 400 Gil. Ach, komm, so. Ach, hör auf. Ich hoffe. Ach, du heilige Kacke. Lakai. Gewitter 2. Und dann Angriff. Ich hoffe, es sterben jetzt alle. Oder ein paar von euch. Oha, 1520. Das war jetzt ein bisschen übertrieben mit den Schaden. Ich bin jetzt nicht so auf Level 50 oder so, dass jetzt auf so einen Schaden kommt. 204. Und bam. 193. Und komm so, Angriff und bist weg. Weil du ja auf Magieverteidigung gemacht hast. 13 Tech-Punkte. Oha. Ich habe keinen Bock mehr auf Bossfight. Belebung. Okay. Genau wo ich rausgehen wollte, kommen diese Bastardos und wollen mich angreifen. Gewitter 2. Und bei Ötzi ist ein Geheim, also eine bestimmte Sache, wie man ihn besiegen muss. Ihr werdet sowieso gleich sehen. Ihr werdet dort sofort erkennen. Ah, so. Das ist einfach klar, dass man das machen muss. Bei so ein Bastard. Ach, der Mann ist Shuriken. Ach, dieser Schaden ist so putzig. Und Angriff. Und weg. 190. Ach, so eine leichte Kacke. Also jetzt kommt der Boss. Aber erst holen sie mal die Truhen. Nebelrobe, ja. Und hier gibt es einen Magieschal. Magieschal könnte eigentlich er gebrauchen, aber er hat das Heldenamulett. Okay, wir geben mal die Nebelrobe ihr. Weil sie es gebrauchen kann und... Ach komm, das lassen wir jetzt einfach jetzt mal. Und reden mit Ötzi. Ah! Du bist dran, Ötzi! Din. Hahaha. Sicher hat Zermagus bereits die Verstärkung gerufen. Wartet nur, bis Lavos kommt. Ich werde nicht besiegt werden. Kein Angriff wird meine Barriere durchbrechen. Denkst du, aber da hast du mich noch nicht kennengelernt. Also, wenn wir jetzt seine Barriere angreifen, wird ein sehr starker Gegenkonter kommen. Deswegen. Ach komm. Deswegen rate ich euch, jedes Mal diese Kurbel anzugreifen. Das ist die einzige Art, ihn zu besiegen. Oh.
Deswegen ganz easy. Ganz easy. Passt auf, worauf ihr zielt. Hahaha, ha, ha. Ich habe noch nichts gemacht bisher. Und wie ihr unten seht, gehen da ein paar Türen auf. Also ein paar Falltüren auf. Und da kommt das nächste. Hahaha. Ha, 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 ha. Okay, da war eine Falltür und jetzt kommt die letzte. So, weg. Und wir haben gewonnen. So schnell ging es. So schnell ging es, so Leute. Ti-ti-ti-ti-ti. Hä? Wie runter. Komm, ich will mal sehen, wie er aussieht. Komm. Okay, er ist zerbrochen oder was? Was hat dieser Ötzi nur für ein Problem? Wir müssen uns beeilen und Markus finden. Okay. Das ist ein Speicherpunkt. Den werde ich jetzt auch benutzen. Für was anderes. So. Objekte, Unterkunft. So, das werde ich benutzen, weil der Boss ist ein bisschen schwerer. Und dann gehen wir mal hier rein. Das teleportieren uns zu Margus. Jetzt greifen uns ein paar Fledermäuse an, aber wir hauen einfach ab, weil wir nicht gegen die kämpfen wollen. So. Neugar, Sina, Sieber, Zornmann. Und wir sehen uns das nächste Mal.